Heute geht es darum, die Innenverkleidungen komplett zu demontieren. Ich bin schon mal angefangen, habe dafür so einen Reifenheber vom Fahrradfahren genommen, da kommt man schön hinter. Jetzt muss ich noch an eine Decke, da den Rest abmachen. Ich denke mir mal, das ganze Abmachen interessiert euch nicht sonderlich, daher mache ich das jetzt eben so. Jetzt habe ich den Rest auch ausgebaut. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt da alles raus. Was schön ist, dass überall dieses Antidröhnzeug schon verklebt ist. Ich nenne es Antidröhn, ich weiß nicht, wie es genau heißt. Ja, hier zur Laderaumtrennwand, das lasse ich so wie es ist. Da ist schon so eine Konstruktion hinter und die ist schön eingedichtet. Aber der Rest ist raus. Auch die Strahler unter der Decke habe ich erstmal abmontiert, weil gestern durch dieses regelmäßige Tür auf, Tür zu, hat es mir doch die komplette Batterie leer gesaugt. Und wie es so ist, mein Ladegerät habe ich verliehen an jemanden, der zurzeit in Spanien ist. Und jetzt komme ich an die Sachen nicht dran und stehe hier. Naja, wird sich auch noch eine Lösung für finden. Auf jeden Fall geht es jetzt gleich nochmal ans Saubermachen. Und dann wird angefangen mit Armaflex das Ganze auszufüllen. Dass alles ausgebaut ist, habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Jetzt hatte ich die Deckenverkleidung ja noch abgenommen und die Kabel, die darunter hängen, ist vom Vorbesitzer so selbstgezogene Strippen, die über die normale Bordbatterie liefen. Und jetzt beim letzten Mal, wo ich das Ganze hier unten ausgemessen habe wegen dem neuen Holzboden, habe ich ja Türen auf, Türen zu und das Licht ging immer an, immer aus. Ich habe gedacht, ja gut, ne, ist ja immer nur ein paar Sekunden. Wird schon schief gehen. Jetzt wollte ich den Bulli gerade starten, ging nichts mehr. Batterie komplett leer, Uhr auf 00 und macht keinen Mucks mehr. Jetzt habe ich das Batterieladegerät angehangen und lasse nebenher, während ich hier weiter bastel, das Ladegerät laufen. Wie es immer so ist, hatte ich natürlich verliehen. Bei jemandem, der es in der Garage hat, hatte ich glaube ich vorhin schon gesagt, ne? Der ist jetzt in Spanien zurzeit, also musste ich mir eben woanders eins besorgen. Aber ging ruckzuck, Glück gehabt. Leergesaugt hat die Beleuchtungsanlage das gute Stück. Und zwar die, die hier verbaut sind, sind 4 Stück von drinne und die haben gesamt 40 Watt Leistung Halogen. Das hatte ich vorher nicht beachtet, sonst hätte ich mir eigentlich darüber klar sein müssen, dass das Ding ruckzuck leer gesaugt ist. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt weiter. Hier beginnen jetzt die Arbeiten, die eher nervig sind. So die Klebereste wegmachen, wo die alte Kabelführung herging. Das ist jetzt alles so mit Spachtel und damit Verdünnung nochmal, um die restliche Klebe abzukriegen. Sowas nervt eigentlich, weil das hält ewig auf und man kommt nicht voran. Aber auch das muss vorher runter, bevor das Armaflex draufkommt. Und da sind ein paar Stellen und Klebereste da hinten auch noch. Wird wohl noch ein Stündchen dauern. Ich muss ja sagen, das Armaflex ist ein super Zeug. Aber wenn man nicht vorsichtig ist, hat man direkt hier so Macken drin, ne? Also die Oberfläche ist schon sehr weich. Ich kannte das vorher nicht. Jetzt habe ich hier gerade gedacht, hier hinter zu kommen, ist recht schwierig. Aber da ist so viel Platz bei mir. Klappt super. Habe jetzt nur so ein Stück von der Folie abgelöst, damit es oben erstmal hält. Werde jetzt den Rest noch abziehen, wie man das hier schön sieht. So, kann ich einfach nach unten ziehen und dann festkleben. Ich kann nur nicht gleichzeitig filmen und kleben. Daher zeige ich euch gleich immer wieder die Resultate. Ich hoffe, wie ihr sehen könnt, 4 Stunden später, viel Fummelei. So kleine Lücken sind noch nicht ausgefüllt, weil ich erst das großflächige gemacht habe, um nachher nicht zu viel Verschnitt zu haben. Aber es ist schon eine Fummelei, muss man echt sagen. Für dieses bisschen waren jetzt, ich glaube, 3,5 Stunden. Man muss aufpassen mit den Kabeldurchführungen, dass das alle passt und. Dass man hier hinterkommt. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht, wenn ich die Kamera da mal reinhalte. Aber das geht da noch ein ganzes Stück hoch, bis unter das Fenster.
Und auch da sollte es ja, wenn möglich, gedämmt sein. Dann hier hinter auf dem Radkasten natürlich auch. Welche Ecke ich nicht dämmen werde, ist diese, weil ja hier diese Zwangsentlüftung ist, sage ich mal. Und das sollte definitiv offen bleiben, damit da auch kein Kondenswasser irgendwie entsteht. Ja, ich werde jetzt erstmal ein Päuschen machen, ein bisschen was essen, einen guten Kaffee trinken und dann mache ich gleich weiter. Wie ihr sehen könnt, ist die Dämmung mit Armaflex jetzt fertig. So werde ich es lassen. An der Decke sieht man auch nochmal schön. Dann hier an der Kofferraumklappe überall die Kabel ausgespart. Jo, ich denke mir mal, so wird es gut sein. Wie man sehen kann, viel, viel Kleinzeug, viel Fuckelei. Das ist der Rest, der von den 6 Quadratmetern übergeblieben ist. Ärgerlicherweise ist mir gerade so ein Stück Holz hier auf das Deckenpanel gefallen. Auch eine Macke drinne. Aber da wollte ich eh noch schauen, ob ich die eventuell behandle. Ja, viel Müll, viel drinne. Und die Batterie ist jetzt auch aufgeladen. Ich werde jetzt noch anfangen, die Seitenpaneele wieder dran zu machen. Oder? Ach, ich weiß es noch nicht. Nee, ich mache jetzt nur noch sauber und dann reicht es, glaube ich, für heute. Das Ganze müssten jetzt um die 5 Stunden gewesen sein, was ich schon recht lange empfinde. Ich hätte gedacht, das geht schneller, aber dieses viele Kleinzeug hält extrem auf. Gerade hier so in der Heckklappe, das hat, glaube ich, am längsten gedauert. Ja, sauber machen und dann ist für heute, glaube ich, Feierabend. Also, macht's gut, euer Markus, bis zum nächsten Mal.